Willkommen für eine neue Runde. Wenn ich mir immer überlege, was man noch so von zu Hause benutzen kann zum Turnen. Wir turnen heute mal mit zwei dicken Büchern. Ich habe hier einen Duden, manche haben das vielleicht noch im Regal, keine Ahnung, ob man sowas heute noch benutzt. Ein Erzählungsband, die sind meistens auch sehr dick. Die beiden Bücher müssen nicht genau gleich dick sein, nicht genau gleich groß, das ist irrelevant. Ungefähr gleich schwer wäre nicht schlecht, weil wir damit dann auch Armarbeit machen. Übertreibst es nicht. Also, aber dick ist nicht schlecht, also zumindest eins wirklich dick, weil wir da auch dann drauf stehen, damit es ein bisschen einen Höhenunterschied hat fürs Gewicht. Notfalls nimm deine Weights, die du sowieso zu Hause hast. Wir starten im Stand mit einem Buch, das andere legst du einfach mal auf die Seite. Und das Buch auf dem Boden brauchen wir später. Jetzt mache ich die Hose hoch, damit man besser meine Füße sieht. Und ich komme ein bisschen näher. Die erste Übung ist für die Füße. Und zwar so. Du lässt die Knie gestreckt und stellst ein Bein nur auf die Ferse und ein Bein nur auf die Zehen. Dann kommen beide Füße wieder flach und du wechselst. Ein Fuß auf den Zehen, einer auf der Ferse mit gestreckten Knien. Wenn es gut geht, dann wirst du spüren, wenn die Hände ans Becken machst, dass das Becken immer schräg wird, wenn die Knie gestreckt bleiben. Wenn du es hinkriegst, kannst du flotter werden. Sonst mal langsam, konzentrier dich. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ein Fuß auf der Ferse, einer auf dem Vorfuß, auf den Zehen. So ein bisschen wie Laufen auf der Stelle und sieht ein bisschen aus wie die Marionetten von der Augsburger Puppenkiste. Gut, und dann komm zurück auf beide Füße. Das machen wir später nochmal. Verlager das Gewicht auf ein Bein, den freien Fuß setzt auf die Ferse, rollst den Fuß über die Außenkante auf den kleinen Zeh. Komm über die Zehen auf die Innenkante, rollst die entlang, bis du wieder auf der Ferse bist. Außenkante, Zehen, Innenkante, Ferse. Im Prinzip gehen wir kreisförmig um die Fußsohle herum, da bewegen sich jetzt Knie und Hüftgelenk mit. Wechsel die Kreisrichtung. Dann wechsel deinen Fuß. Außenkante, kleiner Zeh, bis zum großen Zeh, Innenkante wieder runter. Kreise um die Fußsohle. Andersrum. Und dann stellst deine Beine auf, ein bisschen breiter wie das Becken, parallel und kippst beide Füße auf die Außenkanten und dann auf die Innenkanten, hin und her. Die Knie dabei leicht beugen, weil dann der Knöchel ein bisschen mehr Beweglichkeit kriegt, aber jetzt geht es um den Knöchel. Der soll mobilisiert werden, dann müsstest du auch an der Knöchelgegend Bewegung fühlen, vielleicht auch ein bisschen sowas wie Stretch. Und dann ist gut. Dann komm auf dein Buch und zwar mit einem Fuß. Ein Fuß stellst da drauf und das andere Bein steht hinten auf dem Boden. Soll ein Ausfallschritt sein. Vorne gebeugtes Knie, hinten gestrecktes Knie und hinten stehst nur auf die Zehen. Arme beide nach vorne. Jetzt steigst auf das Buch drauf und ziehst das hintere Bein vorgebeugt. Und dann stellst du den Fuß wieder hinten ab. Das ist vermutlich gut einzuatmen, wenn du auf das Buch steigst. Ausatmen für den Ausfallschritt. Wenn du merkst, du atmest intuitiv andersrum, dann bleib andersrum. Wichtig ist, dass es ein regelmäßiges Atmen ist und dein Atmen verknüpft ist mit der Bewegung. Machen wir so noch eins. Und dann bleib im Ausfallschritt. Hände bringen ans Becken wieder.
und den Fuß, der hinten steht, etwas näher zum Buch, dass du das Knie beugen kannst. Jetzt bleibt das Knie hinten auch gebeugt und du drehst hinten das Bein, sodass das Knie zur Seite zeigt und nach innen. Also Innen- und Außenrotation mit dem Oberschenkel, ohne dass dein Becken sich bewegt. Und lass ein bisschen Gewicht hinten auf dem Bein. Wenn es wegrutscht, dann ziehst du es halt wieder ein bisschen her zwischendurch. Es kommt vor, kommt drauf an, wie dein Boden ist. Letztes Mal. Und dann ist gut. Komm runter, ausschütteln. Anderes Bein auf den Block. Block. Also eigentlich macht man es mit einem Yoga-Block, aber Buch ist auch gut. Und hinten Ausfallschritt. Vorne gebeugtes Bein. Hinten gestreckt auf Zehenstand. Beide Arme vor. Dann steig hoch aufs Buch. Ziehst das hintere Bein vorgebeugt. Und dann streckst wieder nach hinten. Aufsetzen. Theoretisch einatmen fürs Hochsteigen, ausatmen runter. Versuch kontrolliert zurückkommen, nicht plumpsen. Noch eins. Dann im Ausfallschritt bleiben. Hände zurück ans Becken. Hinten den Fuß zieh etwas näher zum Buch. Gebeugtes Knie. Und dann drehst das Bein, so dass das Knie einmal nach außen zeigt. Einmal nach innen. Also Innen- und Außenrotation. Ich drehe mal frontal, dass man es besser sieht, wie die Drehbewegung geht. Ohne Becken. Nur Oberschenkelknochen. Bequem ist was anderes, ne? Letztes Mal. Und dann ist gut. Komm runter von dem Block. Die nächste Sache ist ohne Block. Dafür steh breiter, wie dein Becken ist. Beugst beide Knie, aber der Rücken soll senkrecht bleiben. Arme sind zur Seite, Handfläche zeigt vor. Jetzt verschiebst dein Gewicht auf ein Bein und das freie hebst an. Wieder zurück auf beide, das freie heb an. Letztes Mal. Und Beine streck. Schließ die Beine. Jetzt machst du die Arme hoch. Beug wieder beide Knie. Verlagerst das Gewicht auf ein Bein. Das freie streckt zur Seite raus. Rechts, links im Wechsel. Jetzt haben wir fast keine Gewichtsverschiebung. Versuch so zentriert zu bleiben mit deinem Oberkörper, wie es geht. Natürlich muss es ein bisschen Gewichtsverschiebung geben, weil sonst kannst du keinen Einbeinstand machen. Aber du versuchst, die minimal zu halten. Letztes Mal jede Seite. Und dann ist gut. Streckt die Beine, kommt zurück zum Block und stellst, warte mal, die Hose noch hoch, ein Bein auf den Block. Stehst richtig drauf, dann schwebt das andere Bein und wir machen die Hände ans Becken. Jetzt senkst du das Bein, was schwebt, runter Richtung Boden. Dadurch sollte das Becken schräg werden. Sieht man das? Und ja, nochmal sieht's. Bein absenken, heben, dadurch, dass dein Becken schräg wird. Das heißt, du machst eine Seitbeuge eigentlich mit der Wirbelsäule. Aufpassen, das Bein auf dem Buch bleibt immer gestreckt. Spürt man mit der Zeit in der seitlichen Beckenmuskulatur beim Standbein, zur Standbeinübung. Machen wir so noch eins. Jetzt bleibst du so, dass beide Beckenhälften auf der gleichen Höhe sind und lässt das schwebende Bein kreisen.
Fast wie Pendeln. Versuch das einfach lang lassen, dass es schwingt wie von alleine. Gegenrichtung. Und dann bremst das Standbein, komm runter, ausschütteln. Und dann machen wir die andere Seite. Fuß aufs Buch, steig hoch, ein Bein schwebt. Schwebende Bein senken zum Boden, Becken wird schräg. Becken wieder, beide Beckenknochen selbe Höhe. Spür mit den Händen dein Becken sich bewegen. Also wirklich versuchst, die auf der gleichen Höhe ankommen lassen, nicht darüber hinausschießen. Das Bein auf dem Buch immer gestreckt. Schulter kannst du auch mal wieder locker lassen zwischendurch. Und dann bleib gestreckt. Das sind ja sowieso gestreckt, aber mit dem Becken auf beiden Hälften. Oh, beide Hälften auf derselben Höhe. So, und dann kleine Kreise. Der Satz kam nicht raus. Schwingen lassen dein Bein, locker lassen dein Bein. Andere Richtung auch. Und dann ist gut, komm runter, ausschütteln. Jetzt gehen wir nochmal mit dem ersten Bein auf den Block. Buch. Gut, lass mal die Arme mal hängen. Ich glaube, ihr zieht mir alle die Schultern hoch. Ich sehe euch ja in Gedanken. Ne? So. Und dann wieder schwebt ein Bein. Jetzt beugen wir das Bein, was auf dem Buch ist, und dadurch kommt die Fußsohle vom schwebenden Bein auf den Boden. Und dann streck wieder das Bein. Das heißt, jetzt ist das Becken immer mit beiden Hälften auf der gleichen Höhe. Jetzt passiert die Bewegung nur durch das Knie von dem Bein auf dem Buch. Beugen, strecken. Und ja, es geht auf die gleiche Muskulatur. Die springt jetzt natürlich schneller an, dass sie brennt, weil sie schon ein bisschen müde ist. Letztes Mal und runterkommen, Beinwechsel, Fuß drauf, ich zeige es vorsichtshalber nochmal von der Seite, Bein auf dem Buch beugt sich, dadurch kommt das schwebende Bein auf den Boden. Beide Beckenhälften selbe Höhe, wenn unsicher bist, guck mit den Händen. Übers Fühlen gucken ist oft nützlicher als mit einem Spiegel gucken. Nicht oft, sondern eigentlich immer. Weil man dadurch besser abspeichert, was man macht. Bewegung abspeichern geht über Fühlen, nicht über Sehen. Also im Körper abspeichern, ja, dass es wieder abrufbar ist. So, noch eins. Und dann komm runter. Nächste Nummer ohne Buch. Und zwar stehst mit den Füßen in V, kleines V, nur Handbreit Platz zwischen den großen Zehen. Ein Bein zur Seite raus, gehst auf dieses Bein, so dass es sich beugt, und dann komm wieder zurück. Andere Seite raus, drauf verlagern, das ist wie ein Ausfallschritt zur Seite, Mitte zurück. Gut, jetzt kommt noch Arm dazu und zwar machst du Seitbeuge zu der Seite, wo du drauf gehst. Da ist wahrscheinlich gut auszuatmen, wenn du gehst in den Ausfallschritt und ein zurück. Aber es ist wieder wie vorhin, wenn andersrum atmen für dich besser geht, mach so.
einmal jede Seite. Gut, und dann bleib in der Mitte. Dreh die Füße in parallel geschlossen. Wir machen von Anfang der Stunde ein Fuß auf die Ferse, einer auf die Zehen. Hin und her wechseln mit immer gestreckten Knien. Müsste jetzt schon ein bisschen besser gehen wie zuvor. Ja, wenn man es öfter übt, geht es natürlich noch besser, logisch. Das lassen wir jetzt mal dabei und gehen auf die Matte. Nimm ein Buch mit. Und dann wird es ein Vierfüßler. Das heißt, ein Knie geht auf das Buch. Wenn dir das zu hart ist, dann machst du ein bisschen Polster drauf. Meinetwegen Handtuch, zweifach oder irgendwas oder Teppich oder du wirst schon was finden. Also ein Knie mit Buch und das andere Knie hat nichts. Das kniet auf der Matte. Das heißt, wenn du jetzt einen Vierfüßler machst, ist dein Becken schräg im Raum. Jetzt nimmst den Arm von der Seite, wo das Buch ist, und schiebst den Arm unterm Körper durch. Stützarm darf sich beugen, die Übung kennt ihr. Und wieder öffnen, ganz hoch bis zur Decke. Schiebst unten durch, an dem Endpunkt der Rotation atme aus, weil dadurch noch ein bisschen mehr Rotation kriegst. Und auch beim Öffnen, Endpunkt, Luft raus. Und dann komm zurück auf beide Hände. Versuch's, dein Schultergürtel schön machen, weg vom Ohr und breit, Ellbogen zueinander. Jetzt heben wir das Knie, was kein Buch hat, so viel hoch, bis beide Knie auf derselben Höhe sind. Das heißt, ein Bein schwebt dann. Und dann stellst du das schwebende Bein wieder ab. Das Becken wird wieder schräg. Anheben, ausatmen, Becken parallel zum Boden. Einatmen, absetzen, Becken schräg. Im Prinzip ist es dann in Rotation. Da kommt was dazu. Wenn das Bein schwebt in der Luft, streckst du es nach hinten aus, beugst wieder und stellst ab. Anheben, strecken, beugen, absetzen. Anheben, strecken, beugen, absetzen. Letztes Mal. Und dann wechseln wir das Buch natürlich unter das andere Knie. Korrigiere den Schultergürtel, breit, weg vom Ohr, Ellbogen zueinander. Erste Nummer, die Hand von der Seite, wo das Buch ist, unterm Körper durch, Stützarm darf sich beugen, dass der Brustkorb sich dreht und dann dreht den Brustkorb in die Gegenrichtung, der Arm geht zur Decke. Guck der Hand hinterher, es hilft für die Rotation. Ausatmen am Endpunkt der Rotation hilft auch. Machen wir noch eins. Ich weiß, es ist jetzt eins mehr wie auf der anderen Seite, aber mein Körper braucht es jetzt gerade, da bist du jetzt halt durch. So, dann komm auf beide Hände. Schultern weg vom Ohr, Ellbogen zueinander. Jetzt machen wir die Sache mit dem Becken. Also das Bein ohne Buch anheben, sodass beide Knie auf dieselbe Höhe kommen und dann wieder das Knie absetzen. Hinfühlen an dein Becken. Eine Drehbewegung entsteht am Becken. Es dreht sich um das Standbein, Oberschenkelkopf. Und man spürt es dann in die Bauchmuskulatur. Ne? Die Drehbewegung kommt aus dem Bauch. Auch, nicht nur Bein. Oben bleib und dann strecken nach rückwärts. Wieder beugen, absetzen. Anheben, strecken, beugen, absetzen. Becken parallel zum Boden. Dann kommt strecken, beugen. Und dann wird das Becken wieder schräg im Raum. Beim Absetzen. Noch eins. Und dann ist gut. Dann komm ins Sitzen. Wenn du willst, auf Kissen sitzen oder nimmst du ein anderes Buch. Jetzt, heute hast du eine gute Unterlage dabei. Eins braucht man für auf den Kopf und die Beine sind mir egal. Gestreckt, Diamant, Schneidersitz. Whatever you like.
und balancierst das Buch auf dem Kopf, auf deiner Krone und versuchst dich gut aufrichten. Okay, lass mal die Hände vorsichtshalber in der Nähe vom Buch, dann fühlt man sich besser. Wir drehen eigentlich nur den Brustkorb nach rechts und links und versuchen, dass das Buch da oben bleibt. Wir probieren eine Variante, und zwar so, dass zuerst die Augen zur Seite gehen, dann dein Kopf und dann folgt der ganze Brustkorb. Und dann gehen wir umgekehrt zurück, erst der Brustkorb, dann der Kopf und dann die Augen. Augen, Kopf, Brustkorb. Brustkorb zurück, Kopf zurück, Augen zurück. Versuch mal, wenn du mit dem Brustkorb drehst, eine Rippe nach der anderen, von oben nach unten. Und dann umgekehrt, untere Rippe zuerst zurück, dann die oberen Rippen, dann dein Kopf und dann die Augen. Obere Rippen fangen an, untere Rippen kommen zuletzt in die Rotation und dann umgekehrt zurück, dass das alles ganz sequenziell geht wie eine Schraube. Gut, dass wir keine Afrikanerinnen sind, uns wäre wahrscheinlich schon lang das Wasser ausgelaufen, was wir da im Krug transportieren. Komm, noch einmal jede Seite, man gewöhnt sich dran. Gut, und dein Buch weg. Legst es mal kurz auf die Seite. Komm vor an deiner Matte. Wir machen Rollen wie ein Ball ohne Buch. Das ist keine gute Idee. Komm auf Schwebesitz. Mach die Beine gut zusammen. Entspann deine Schultern. Kugel dich ein. Versuchst das Steißbein einzurollen, so viel wie es geht, bis du dadurch ins Rollen kommst. Ausatmen fürs Hochkommen. Ein, zurück. Aus, hoch. Steißbein fängt an. Und dann lass das Steißbein eingerollt, wenn du hochkommst. So gut es geht. Es wird ein bisschen nachgeben, das ist schon okay. Aber fang mit dem Steißbein wieder an für den Beginn. Und davor noch ein letztes Mal. Und dann stell die Füße auf. Hab hinter dir genug Platz. Wir gehen in Rückenlage. Warte, dass ich dann nachher nichts vergesse. Gut. Und zwar brauchen wir ein Buch in der Rückenlage und das Buch geht unter einen Fuß, dass er drauf steht. Sonst liegst du ganz normal, Kopf auf dem Boden, Arm an deiner Seite. Also, jetzt haben wir einen Fuß auf dem Buch, einen Fuß auf dem Fußboden. Das heißt, die sind wieder unterschiedlich hoch. Und so auf diese Art machen wir jetzt einfach nur Brücke. Einen Wirbel nach dem anderen aufrollen. Oben einatmen und ausatmen, ein Wirbel nach dem anderen wieder abrollen. Durch die Wirbelsäule rollen. Und versuchst, obwohl die Beine unterschiedlich sind, deinen Rücken so symmetrisch zu rollen, wie es geht. Nächstes Mal, bleib in der Brücke, hältst die. Jetzt hebst wieder das Bein, was kein Buch hat, so hoch, dass beide Knie auf dieselbe Höhe kommen und stellst es wieder ab. Das heißt, es ist ein kleines Anheben. Drück beide Arme in die Matte und die Pobacke von der Standbeinseite hoch zur Decke. Und dann bleibst mit dem Knie in der Luft, nur dieses bisschen, und rollst so deine Brücke ab. Lass das Bein in der Luft, roll so wieder hoch, so wie eine einbeinige Brücke. Popo hoch, Popo hoch. Und wieder abrollen. Davon machen wir noch eins. Pobacke hoch. Und dann unten angekommen, schiebt das Buch rüber. Würde, geht nicht so einfach. Meins pappt. Und den anderen Fuß. Also, ein Fuß auf Buch, ein Fuß auf Matte. Erstmal nur so die Brücken versuchen symmetrisch rollen, auch wenn die Beine nicht symmetrisch sind. Den Rücken, rechte, linke Hälfte gleichmäßig belastet fühlen beim Rollen.
auch die Beckenhälften, wenn du unten ankommst. Nächste Brücke ist wieder zum Oben bleiben und halten. Hebst das Bein ohne Buch an und wieder absenken. Nur so hochheben, dass beide Knie auf dieselbe Höhe kommen. Standbein, Pobacke hoch zur Decke schieben. Beide Arme runterdrücken. Dann bleibt das Knie in der Luft und rollst ab. Und wieder hoch. Knie immer noch in der Luft, auch wenn es nur dieses bisschen Luft ist. Pobacke von Standbein. Spann an, wenn oben bist. Dass die richtig hoch schiebst zur Decke. Und komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ganz hoch. Und dann kannst du wieder abrollen. Und dann bleiben wir unten. Und machen das Buch weg. Und streckst beide Beine aus nach vorne. Ungefähr so Schulterbreite und die Arme gehen nach hinten, auch sowas wie Schulterbreite, ein bisschen weiter, dann sind es wie Buchstaben V. Ein V mit den Beinen, ein V mit den Armen. Einziehen den Unterbauch nach innen, kopfwärts. Jetzt hast du natürlich eine Hohlkreuzstelle, wenn du so ausgestreckt liegst, das ist okay. Wenn du ein bisschen einziehst, wird die Hohlkreuzstelle etwas flacher, aber die soll sich nicht in die Matte drücken. Du kannst ungefähr so eine Hand noch drunter durchschieben. Von hier hebst an, ein Bein und den Gegenarm hoch zur Decke und dann gehen die beiden wieder zurück. Andere Seite, ausatmen, Arm und Gegenbein heben und wieder senken. Versuch das Bein gestreckt halten, hebst es halt nur so hoch, wie das geht für dich gestreckt. Das geht jetzt mehr ums Anheben, ums stabil bleiben mit der Wirbelsäule, während die Extremitäten sich bewegen. Das ist im Grunde eine Bauchübung für die Muskeln im Bauchraum. Dann bleib hoch mit den Zweien, die gerade oben hast. Nimm die anderen Zweier auch hoch. Jetzt durch das Gewicht der Arme und Beine müsste die Hohlkreuzstelle in die Matte sinken. Spür das, zieh die Bauchdecke rein, dass du die gut verankert hast in der Matte, jetzt die Wirbelsäule. Und dann senkst alle Viere Richtung Boden, so weit wie du halten kannst, alle Wirbel im Boden. Das wird jetzt halt nicht ganz gehen bis zum Fußboden senken, das macht nichts. Mach so weit, wie du safe bist. Keine Verspannung dir antrainieren, das ist es nicht wert. Versuch lieber mal ein bisschen Hals lösen. Ausatmen, senken die Beine, der Rumpf arbeitet wie verrückt, das ist die Absicht. Und dann bleib oben mit beiden Beinen, schließ die. Geh mit beiden Händen an ein Bein, festhalten. Hochrollen mit Kopf und Schultergürtel, senkst das freie Bein, dieses Mal wirklich bis zum Fußboden. Ranfedern zweimal, wechseln, ranfedern zweimal. Ausatmen fürs Federn, einatmen für den simultanen Wechsel. Machst die Beine so weiter, ohne dass du es festhältst, trotzdem federn, die Hände sind hinterm Kopf. Und dann machen wir bis wie bei Criss-Cross und drehen zum gebeugten Bein. Ausatmen, drehen, federn. Letztes Mal. Und dann ist es gut. Nimm die Knie zur Brust. Einmal Kopf drehen, rechts, links. Und dann Hände in die Kniekehlen, hohen Schwung, komm hoch. Jetzt machen wir eine Runde im Sitzen für die Arme. Mit den Büchern als Gewichte. Natürlich kannst du auch Gewichte benutzen, die du vielleicht sowieso schon gekauft hast. Mit den Büchern ist es ein bisschen anders, weil man dieses Greifen um den Buchrücken machen muss. Es hat auch was. Es trainiert auf eine andere Art den Unterarm, wie wenn du jetzt so ein normales Gewicht in der Hand hast oder diese Kugel. Also es lohnt sich, das auch abzuwechseln und mal komische Sachen auszuprobieren. Sitz dann, wenn du willst, auf Kissen. Beine auch wieder egal wie, gebeugt, gestreckt, Schneidersitz. Und dann greifst eben die Buchrücken und machst die Ellbogen an deiner Seite fest. Die Arme sind so ein bisschen wie Buchstabe V. Und dann knickst die Handgelenke ab, dass die Bücher nach unten gehen. Und dann rollst die Handgelenke ein, gehen die Bücher Richtung zu dir. Also im Grunde ist das jetzt nur Handgelenkbewegung.
Müsste auch ziehen am Unterarm, vor allem wenn du viel Computerarbeit machst. Wer macht das nicht? Noch eins so. Und dann machst du die Handgelenke gerade. Wirklich gerade. Richte die aus, guck dir das an. Auch wenn die Bücher dann vielleicht nicht ganz gerade parallel zum Boden sind, dein Handgelenk hat Vorrang. Streckst die Arme vor, immer noch gerade Handgelenke. Die Handflächen quasi sind zueinander. Und dann öffnest die Arme nach außen. Und beim Ausatmen bringen sie wieder vor. Öffnen, einatmen. Und jetzt stellst du vor, du würdest mit den Büchern was zusammenschieben. Ausatmen. Die anderen Bücher im Regal. Öffnen ein und ausatmen, zusammenschieben. Noch eins. Und dann beugt die Arme. Jetzt legst du die Bücher auf die Handflächen drauf und guckst auch wieder, dass deine Handgelenke gerade sind. Jetzt versuch mal, die Handgelenke praktisch seitlich abknicken, so ein bisschen, als würden die Handgelenke Seitbeuge machen. Kleb die Ellbogen wieder fest und versuch, dass der Unterarm sich nicht bewegt. Nur mit der Hand bewegen deine Bücher zueinander, auseinander. Dann ist die Bewegung tatsächlich im Handgelenk, da müsstest du es auch fühlen. Und dann richtest du das Handgelenk wieder gerade aus zwischen beiden Extremen und bring die Unterarme zueinander parallel. Nochmal aufrichten, Rücken. Stumme Diener. Ausatmen, öffnen. Einatmen vor. Ellbogen bleiben immer an deiner Seite. Schieb die nicht hinter dich, damit die Bewegung wirklich oben in der Schulter ankommt. Wir spüren es jetzt mehr am Unterarm, das ist wegen der Bücher. Ist schon okay. Good for you. Letztes. Ende so, dass die Arme parallel sind nach vorne. Von hier streckst die Arme nach vorne weg. Öffnen die gestreckten Arme so weit nach hinten, wie du kannst. Dort beugt die Ellbogen, bring die zurück an deine Taille und dann dreh die Arme wieder zurück parallel. Nachstrecken vor, öffnen bis ins Stretch-Brustmuskulatur, ohne Rippen raus, ohne Kopf nach vorne, kein Huhn. Ellbogen ranziehen. Das ist der schönste Moment. Streck vor, das ist ein bisschen anstrengend. Dann kommt hier die Dehnung. Und da das Beugen, das ist nicht so leicht, Rippen innen. Wenn du an deine Grenze gehst, such die Grenze. Öffnen, öffnen bis zur Grenze, ohne Rippen raus, lass den Kopf schweben, dann zieh die Ellbogen ran. Oh, noch eins davon. Und dann ist gut. Dann machen wir Pause mit den Büchern. Die brauchen wir später wieder. Lass mich kurz gucken. Im Stand. Beide. Das dauert aber noch eine Weile. Gell? Wir spielen noch was anderes. Und zwar stütz jetzt mit den Händen hinter dem Rücken. Breiter als deine Schultern sind. Finger zeigen vom Körper weg. Leicht gebeugte Ellbogen. Drück die nicht volle Kanne durch, sondern mini beugen. Und dann streck deinen Rücken, Schultern ziehen auf, dein Herz leuchtet zur Decke, Bauch rein. Versuchen, anheben, ein Knie, ausatmen, zweites Knie dazu, ein Fuß nach dem anderen wieder absetzen. Links anfangen, eins heben, das nächste dazu, eins nach dem anderen wieder runter, dann wieder mit rechts anfangen, dass du es denken musst. Wie in den Bauchraum ziehen die Beine. Letztes Mal, Beine bleiben oben, geh mit beiden Knie zu einer Seite auf eine Beckenhälfte und dann zur anderen Seite. Dein Schultergürtel, die Arme sollten mittig bleiben, eigentlich ist es eine Drehung vom Becken. Auf die eine Hälfte drehen, auf die andere.
Letztes Mal jede Seite. Und dann setzt die Füße wieder ab und wir gehen in Vierfüßler. Warte, ich brauche mein Blatt. Normaler Vierfüßler kann auch auf der Faust sein und machst nur faustbreit Platz zwischen den Knien. Nimm die Schulterblätter weg von den Ohren, breite Schulter, Ellbogen zueinander. Jetzt hängt mein T-Shirt so blöd. Ah, sieht man vielleicht trotzdem, ich hoffe. Und zwar wird es so, dass du senkst deinen Brustbein vorne am Brustkorb in die Mitte, sinken lassen Richtung Fußboden. Dadurch rutschen hinten am Rücken die Schulterblätter zueinander zur Wirbelsäule. Und dann gehen die Schulterblätter wieder auseinander und schiebst dein Brustbein zurück zwischen die zwei Schulterblätter deckenwärts. Brustbein sinkt, Schulterblätter gehen zusammen wie Schiebetür. Schulterblätter auseinander, Brustbein geht wieder zwischen die Schulterblätter in die Schiebetür rein. Ausatmen, wenn die Schulterblätter auseinander gehen. Einatmen, wenn dein Brustbein sinkt und die Schulterblätter zusammengehen. Letztes Mal endest so, dass du ungefähr wieder auch in der Mitte zwischen beiden Extremen bist. Da fühlt sich der Schultergürtel breit an. Die Schulterblätter sind zwar schon ein Stück weit auseinander. Und das Brustbein in der Mitte. Das bliebe so, wenn du löst einen Arm und den nach vorne streckst, sodass die Handfläche praktisch Richtung Mitte zeigt von der Matte. Und dann komm wieder zurück. Andere Seite. Das Armheben ist nicht das Ding. Versuche in der Konzentration bleiben auf dem Platz, wo deine Schulterblätter sich befinden und dein Brustbein. Dass dort keine Veränderung entsteht, nur weil jetzt eben einen Arm anhebst. Jetzt machen wir noch dazu ein Bein hinten hoch, das noch mehr Schikane ist. Bleib mit den Gedanken an den Schulterblättern am Brustbein. Wenn du nicht mehr weißt, ob es richtig oder falsch ist, machst zwischendurch Schulterblätter zusammen auseinander, suchst wieder die Mitte mit breiter Schulter, lässt es so und dann Arm und Bein dazu als Schikane. Letztes Mal, jede Seite, damit symmetrisch endest. Und dann lass dich runter auf Bauchlage. In der Bauchlage machen wir es so, dass eine Hand unter der Stirn bleibt und eine legst hinten auf die Beckenrückseite drauf, da wo es knöchern ist, wo es Kreuzbein ist. Und die Beine sind faustbreit auseinander. Jetzt bügelst erstmal das Becken in den Boden. Und dann drück mal mit der Hand, die vorne unter der Stirn ist, also mit dem Unterarm, auf die Matte. Kommst beim Einatmen hoch in Rückbeuge. Und die Hand, die hinten auf dem Kreuzbein ist, soll sozusagen deinem Körper helfen, das Kreuzbein loslassen. Es soll sinken bodenwärts und rutschen fußwärts. Du kannst mit dem Handrücken auch so ein bisschen drauf drücken und nach unten schieben, dass es sozusagen unterstützt deinen Körper und dann wieder abrollen, dann lässt locker. Drücken, einatmen, komm hoch. Wenn in die Rückbeuge gehst, Kreuzbein, hinten, Beckenrückseite, bodenwärts plus fußwärts. Auch wenn du nicht wirklich spürst, ob der Knochen das macht oder nicht, das ist egal. Bleib einfach mit dem Bild. Der Knochen an der Beckenrückseite ginge bodenwärts plus fußwärts. Das nimmt ein bisschen Druck aus dem Rücken. Wir wechseln mal aus Symmetriegründen den Arm. Drücken mit dem einen und der andere führt das Kreuzbein zum Boden und Richtung Füße, während du in die Rückbeuge gehst. Nächstes Mal, bleib in der Rückbeuge, hält die Rückbeuge, beide Hände unten jetzt, stützt mit beiden Armen, kannst vielleicht einen Tick höher kommen, dass du an der untersten Rippe bist.
So bleiben. Und hier hebst du jetzt hinten ein Bein gestreckt an und senken. Andere Seite heben und senken. Heben, nur so, dass dein Becken stabil in der Matte bleibt. Beide Hälften, du kannst auch ein bisschen wie runterdrücken. Und dann lass beide Beine liegen, roll dich ab und streck beide Arme nach vorne, sodass die Handflächen zueinander gucken. Arme V-förmig. Und der Kopf wäre unten mit Stirn auf dem Boden. Von hier kommst in Rückbeuge wieder bis zur untersten Rippe und dabei hebst ein Bein an plus den Gegenarm. Der Arm, der am Boden verbleibt, der schleift ein bisschen mit zu dir. Und dann roll wieder ab, senkst Arm und Bein. Andere Seite. Rückbeuge plus Bein und Gegenarm heben. Der Arm auf dem Boden schleift mit, weil sonst kannst du nicht bis zur untersten Rippe hochkommen. Wir nehmen einatmen fürs Hochkommen. Und ausatmen, abrollen. Einatmen, komm hoch. Und ausatmen, ab. Letztes Mal. Und dann nimm die Hände unter die Schultern. Stütz dich hoch zu vier Füßler. Kann sein auf der Faust oder auf der Hand. Hände unter den Schultern auf jeden Fall. Mit Schultern weg vom Ohr. Beim Ausatmen mach einen Katzenbuckel und fang mit der Mitte vom Rücken an deinen Katzenbuckel machen. Das heißt, dein Becken und dein Kopf kommen als letztes in den Katzenbuckel. Und dann probier hier auch Rückbeuge genauso. Mitte vom Rücken fängt an. Und Kopf und Becken kommen als letztes. Ausatmen, Katzenbuckel, mit der Mitte versuchen anfangen. Ganz rund. Und einatmen, auch wieder mit der Mitte anfangen. Ganz hohl. Und aus. Und ein. Und wir enden mit einem Katzenbuckel. Korrigiere nochmal die Schultern weg vom Ohr. Lass deinen Kopf locker hängen. Durchatmen. Und dann komm an deiner Matte vorgekrabbelt. Das wird ein Unterarmstütz. Hab den Unterarmen so, dass die Schultern hast über den Ellbogen. Bauch reinziehen. Ein Bein ausstrecken. Fuß hinten aufsetzen. Das zweite Bein dazu, dass du in einen Stütz kommst. Liegestütz. Schieb die Ferse und die Krone auseinander. Es gibt dir gute Körperspannung. Von diesem Stütz dreh dich in Seitstütz, das heißt deine Füße kippen auf die Kanten, dreh zurück in frontalen Stütz, dreh zur anderen Seite Seitstütz. Der Stützarm dreht sich auch mit, er dreht praktisch auf dem Ellbogen, ein bisschen bequemer. Wenn das kacke ist mit dem Drehen, bleibst du im frontalen Stütz und hältst den einfach. Nicht den Stütz auslassen. Außer es tut weh. Machen wir noch einmal jede Seite, weil es so schön ist. Und dann beug die Knie und komm runter auf Seitlage. Da braucht man ein Buch. Oder ein Kissen. Kissen ist wahrscheinlich bequemer wie Buch, aber ich habe jetzt halt gerade da das Buch. Für den Kopf. Beide Arme nach vorne. Das wird eine Variante von der Übung Buch. Das passt so zum Thema. Auf jeden Fall angewinkelte Beine. Beide. Oberer Arm schiebst nach vorne, bis du praktisch mit dem Handballen an die Fingerspitzen ankommst. Ungefähr, also kommst du auf den Fußboden. Und dann zieh zurück, bis mit den Fingerspitzen am Handgelenk bist vom anderen Arm. Und spür hin, durch dieses Verschieben entsteht die kleine Rotation mit dem Brustkorb. Das ist der Punkt. Variante, schieb nach vorne bis Handfußboden. Von dort öffnest den Arm gestreckt zur Decke, nach hinten, Blick folgt der Hand in Buch auf. Dort beug den Ellbogen, kommst über den gebeugten Arm, wieder vor,
streckst, schiebst vor bis Fußboden, öffnen zur Decke, hinter dich, dort beuge den Arm über den gebeugten Arm, komm wieder vor, drehen, noch eins so. Und dann machen wir das ganze Ding umgekehrt. Das heißt, jetzt gehst du über den gebeugten Arm in die geöffnete Position und mit gestrecktem Arm komm wieder zurück. Über den gebeugten Arm öffnen. Gestreckt zurück. Noch ein letztes. Und dann ist gut. Dann Buch weg und nimm dafür den Arm und den Kopf. Gestreckter Arm und streckst auch deine Beine. Also hast du jetzt eine gerade Linie, Beine, Wirbelsäule, Arm. Freie Hand stützt ganz nah am Brustkorb, mit Schulter weg vom Ohr. Und jetzt hebst beim Ausatmen beide Beine an, einatmen, senken. Ausatmen, anheben, dadurch, dass du ziehst den oberen Beckenkamm Richtung Rippen. Und dann wieder absenken, wird der Abstand wieder größer. Versuch den fühlen. Da kannst du auch die Hand dran haben, dass du merkst, wie die Knochenpunkte zueinander gehen, Rippen und Beckenkamm, und wie die wieder auseinander gehen. Außerdem bist du dann freihändig und hast keinen Stützen, dann ist es schwerer. Du kannst auch mit den Fingern ein bisschen führen, das unterstützt wieder den Körper, das Richtige zu machen. Noch eins. Und dann ist es gut. Dann drehen wir rum und machen die andere Seite. Und ich drehe mich mal wieder parallel zum Bildschirm, dass es nicht so verzerrt ist. Also Seitlage, Buch unterm Kopf und beide Arme nach vorne gestreckt und angewinkelte Beine. Zuerst machen wir nur Brustkorbrotation, schiebst den oberen Arm nach vorne bis Hand auf den Fußboden und ziehst zurück bis Hand, also Fingerspitze beim Handgelenk, sodass dein Brustkorb sich dreht. Versuch die Beine, Becken stabil lassen, so gut es geht, dass die Rotation auch wirklich am Brustkorb ankommt. Gut, dann machen wir dazu. Schieb vor, öffnen gestreckten Arm über die Decke, nach hinter dich blickt folgende Hand. Dort Ellbogen beugen und über den gebeugten Arm, komm wieder vor, rutsch am Arm entlang. Gestreckt öffnen, beugen, gebeugt zurück. Rückwärts, über den gebeugten Arm öffnen nach hinten, über den gestreckten Arm zurück, ganz vor bis zum Fußboden. Die Wellnessübung zwischendurch. Ist immer wieder schön. Gut, aber jetzt fertig. Buch weg, gestreckten Arm und am Kopf. Beide Beine strecken, eine Linie bauen von Fingerspitzen bis Fußspitzen, fühl dich lang, gerade und stützen, vorne beim Brustkorb stützen. Das ist, damit du die Schulter weg vom Ohr kriegst. Gut, ausatmend, Beine heben, einatmend senken. Beckenkamm zu den Rippen ziehen, dadurch steigen die Beine. Dann kannst du wieder mit der Hand gucken, ob die Knochenpunkte wirklich zueinander gehen. Rippen und Beckenkamm. Kannst da ein bisschen zugeben mit den Fingern. Sicher sein, dass deine obere Beckenhälfte nicht nach hinten kippt, weil sonst machst du das alles aus dem Rücken. Und es soll mehr hier zu fühlen sein, vorne. Obere Bauchhälfte, die näher zur Decke ist. Nur eins davon. Und dann ist gut. Lässt beide Beine unten und kommst hoch. Und zwar auf die Knie. So richtig aufgerichtet auf den Knien. Stellst einen Fuß nach vorne, wie zum Ritterschlag. Dann stehst auf.
Geh das Bein wieder nach hinten zum Ritterschlag. Das andere dazu kniest. Jetzt fängt das andere Bein an. Bei mir sitzt links. Vor. Komm hoch. Rechts wieder zurück. Knien. Mit anderen Bein anfangen. Das wäre jetzt bei mir wieder rechts. Und komm hoch. Linkes Bein zurück. Machst einen Seitenvergleich, welche Seite leichter oder sicherer aufstehen kann. Und merkst du das, welche Seite bei dir ein bisschen schwieriger ist, dann wäre nicht schlecht, wenn du sowieso vom Boden aufstehst, aus irgendeinem Grund, dass du das öfters mal mit dem Bein machst, was schwieriger ist. Wir machen jetzt noch zweimal deine schwierigere Seite. Bei mir ist das, wenn ich rechts vorhab. Das wird bei vielen Rechtshändern so sein. Komm, noch eins. Wir enden sowieso im Stand und spielen nochmal mit den zwei Büchern in den Händen. Gut, und greifst die Buchrücken, Arme gebeugt an deiner Seite und dann stellst dich faustbreit parallel. Beim Ausatmen schieb die Bücher hoch zur Decke bis gestreckter Arm und wieder beugen. Ausatmen hoch, einbeugen. Dabei kannst du die Bücher jetzt auch schwerer vorstellen, wie die sind, dass du gegen imaginären Widerstand nach oben drückst. Davon noch zwei. Endest oben gestreckt. Ein Arm bleibt oben, einer geht runter, Schere. Und wechseln simultan. Ausatmen beim Wechsel, einatmen, wenn die Schere auf ist. Noch eins, Ende mit der Schere auf. Jetzt gehen die Arme von der Schere über Buchstabe T wieder in die Schere-Position. Wieder über Buchstabe T, Schere, anderer Arm oben. T, erster Arm oben. Sowas wie Halbkreise zeichnen. Eins. Und die Gegenrichtung nochmal, also haben wir glaube ich angefangen. Und dann bring beide Arme runter, beug beide Arme. Ich zeige von der Seite. Und zwar ziehst die Ellbogen rückwärts hinter dich und komm wieder vor, wir strecken. Und beugen und zieh zurück und streck vor. Und beugen hinter dich. Wenn die Ellbogen hinter dich gehen, gehen die Schulterblätter zusammen. Schulterblätter wieder auseinander, wenn nach vorne streckst. Achtung, nicht den Bauch rausstrecken, Rippen innen. Und dann bleib hinten mit den Ellbogen, ohne Bauch raus. Von hier streckst die Ellbogen, das heißt, dein Buch geht rückwärts hinter dich und wieder beugen. Der Ellbogen bleibt immer hinten, immer auf demselben Fleck. Im Grund bewegt sich jetzt nur der Unterarm mit dem Buch. Achtung, Kopf schwebt, kein Huhn. Rippen innen, ausatmen fürs Strecken nach rückwärts. Das kannst auch gegen imaginären Widerstand machen. Dann spürst du ein bisschen besser, dass das zum Trizeps gehört. Also, dass es eine Trizepsübung ist, meine ich. Davon noch zwei. Und dann lass die Arme sinken, lass die hängen an deiner Seite. Nur ein Arm zeichnet seitlich neben deinem Körper eine liegende Acht. Also praktisch zeichnest die Acht jetzt auf den Fußboden. Ein Bauch ist vor dir und der andere Bauch der Acht hinter dir. Und lass den Arm locker, der soll wie schwingen in dieser Acht. Andere Richtung zeichnen.
Und dann lass den Arm hängen. Und dann mach mal die andere Seite, liegende 8, neben dir. Ein Achterbauch vor dem Körper, ein Achterbauch hinterm Körper. Du zeichnest mit dem Buch auf dem Boden. Der Arm schwingt. Zum Ende auch zum Lockern vom Schultergelenk. Rückwärts zeichnen. Andersrum. Das ist immer komisch, die andere Richtung. Da muss man sich am Anfang konzentrieren, bis man drin ist. Gut, und lass den Arm hängen. Und dann rollst einfach nur nach vorne ab, Kopf zuerst. Ein Wirbel folgt dem anderen. Wenn unten bist, leg deine Bücher weg. Machst die Handgelenke noch mal ein bisschen locker, die Finger locker, bewegt ihn ein bisschen. Und dann lass die auch hängen, alle Knochen hängen. Einatmen hier unten und mit dem Ausatmen roll auf. Ein Wirbel nach dem anderen bis ins Stehen. Und das war's für heute. Danke fürs Mitmachen. Bis bald.